Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind hier in Whitechapel, weil guck mal da. Oh, was ist denn das? Und zwar hier in der Datenbank habe ich jetzt diese Groschenromanverbrechen. Und ich habe nicht rausgefunden, warum die mir schon mal angezeigt wurden, jetzt allerdings weg sind. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir jetzt diesen Zusatzinhalt runtergeladen nochmal. Ich habe den extra nochmal geholt für 4,99. Aber wenn, dann will ich das auch wirklich komplett durchzocken, wenn ich auf die 100% gehe. So, und dann spielen wir mal eine davon. Bing! Wie der aussieht. Oh je. Das sieht überhaupt nicht gut aus, oder? Es ist ganz bestimmt nicht der Stoff, aus dem ein mitreißender Roman wird. Was ist geschehen? Ah, die charmanten und ergötzlichen Fry-Zwillinge. Kennen wir uns? Mr. Raymond kennt einfach jeden. Und er weiß alles über diese Stadt. Er schreibt darüber in seinen Büchern. Ich bin Henry Raymond, Autor drittklassiger Gruselgeschichten. Groschenromane, wenn Sie so wollen. Und das hier ist Klein Archie. Mr. Raymond nimmt echte Morde und macht etwas schrecklich Aufregendes daraus. Der Täter wird am Ende immer geschnappt. Auch hier spielt sich gerade ein Mordfall ab. Vielleicht möchte einer von Ihnen versuchen, ihn aufzuklären. Was war das? Ja, okay. Ich kenne das ja schon von Unity. Da gab es ja auch diese Kriminalfälle in Paris. Ist, glaube ich, im Prinzip... Verbrechen so wunderbar unterhaltsam, Sie nicht? Oh, laber mir doch nicht dazwischen, du Plag. Vor allem wie die Stimme und wie klein der ist. So, Adlerauge. Ach so, Hallo? Als ich kam, fand ich die Leiche des Vorarbeiters. Und der kleine Dooley hatte Blut an den Händen. Keiner konnte die Mordwaffe finden oder den Mörder verhaften. Könnten Sie das schnell klären? Unsere Produktion steht still. Der kleine Dooley, irgend sowas. Aber wieso... Muss ich noch was von dem... Komm, quatsch nochmal. Ach so. Ah, alles klar. Ich verstehe. Sie sind ein roher Haufen, aber jemand muss die Kinder auf Linie halten. Wenn doch nur die Erwachsenen nicht immer streiten würden. Ja, ist doch ein bisschen anders. So. Okay. In die Brust also. Er ist mein Bruder. Er ist nicht gern fleißig, also hat ein Arbeiter ihn verprügelt. Ich wollte ihn aufhalten, da hört er auf, Back zu schlagen. Und schlägt auf mich ein. Er hat mich umgeworfen und dann getreten. Da habe ich nach meinem Arbeitsmesser gegriffen. Ich heb die Hände, um mich zu verteidigen, aber er schlägt mich bewusstlos. Später, als ich aufwachte, liegt der Mann da. Tot. Okay, ich glaube nicht, dass da das war. Ich habe noch nicht alle Hinweise gefunden. Als ich zurückkomme, liegt der Mann tot da und Dooley hat ein Messer in der Hand. Bitte verhaften Sie ihn nicht. Ich habe rumgestanden und geträumt und plötzlich kommt da so ein Typ und prügelt auf mich ein. Dooley will ihn stoppen und da verkloppt der Kerl den Dooley. Dann bin ich Hilfe holen. Okay. Jetzt muss ich halt noch die anderen Hinweise finden. Nur wo? Hä?
Hä, was sind das alles für grüne Punkte? Das sind doch meine Soldaten, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, da hinten leuchtet's. Und da ist das Messer. So, was haben wir denn da? Ach, hier. Ah. Ach, die Miss Clara. Oh, dear. Wen soll ich denn beschuldigen? Gebt mal eure Fingerabdrücke. Gab's damals noch nicht. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Oder es könnte schon auch Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. So, wen soll ich denn jetzt beschuldigen? Kann ja auch ihn hier beschuldigen? Nee. Ah, warte mal, da habe ich noch nicht alles gefragt. Messer. Ja, das ist Dulis Messer. Und er hat es auch nie verliehen. Na, war es jetzt er oder er? Befragen und dann kann ich den beschuldigen. Kann auch ihn beschuldigen. Ja, wir gucken nochmal chronologisch hier rein in die Datenbank. Achso, oh, der blöde Rotzer, ey. Oh, sind nur die Beweise? Nee, Moment. Ah, jetzt ist weg. Ein Kind würde doch nicht in die Brust schlagen, also ist doch viel zu hoch. Na, fragen wir nochmal ihn. Kam, fand ich die Leiche des Vorarbeiters und der kleine Dooley hatte Blut an den Händen. Keiner konnte die Mordwaffe finden oder den Mörder verhaften. Könnten Sie das schnell klären? Unsere Produktion steht still. Ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass es Kinder waren, weil wer sticht denn in die Brust? Ich beschuldige jetzt ihn. Warum soll ich einen produktiven Arbeiter töten? Oh nein, das war falsch. Wie dumm. Das ist der Dooley. Das ist ein Messer. Na komm. Ich? Nein. Was willst du denn? Nein, nicht so vorschnell. Sie haben diesen Mord nur scheinbar aufgeklärt, den augenscheinlichen Indizien nach. Allerdings, Artie, welchen Rat würdest du geben? Ich würde vorschlagen, hinter die Fassade zu schauen. Und hinter das Offensichtliche. Geben Sie nicht auf. Nutzen Sie Ihre Kräfte, um tiefer zu graben. Mal sehen, was Sie finden. Ja, toll. Oh, krass. Kleine Füße. Hättest du das nicht gleich sagen können, du Vogel? Halt's Maul. Warte mal, was? Hier haben wir Fußspuren. Großen Arbeitsschuß. Wieso wird denn er jetzt hier angezeigt? Siehst du, am Ende hatte ich recht und er war's. Die Dämpfe in der Brauerei können schon heftig sein. Wenn die Männer arbeiten, tragen sie Tücher vor dem Mund. Ja, siehst du? Wilkins war keiner, der die Kinder verprügelt hat. Ganz im Gegenteil. Er geriet sogar ständig in Streit, weil er das immer verhindern wollte. Ja, wieso sollten dann die Kinder... Oh, da ist noch ein anderer Abdruck. Geh doch mal weg, du, der nervt mich.
untersuchen Sie einige der Spuren gründlicher. So, jetzt haben wir ja viele Hinweise. Also, Halstuch, Stich von oben, großer Angreifer. Habe ich doch gesagt, weil keiner in die Brust sticht, also kein Kinn. Das würde doch maximal in den Bauch stechen. Das ist aber schon ziemlich cool gemacht. Welcher Verdächtige hatte Gelegenheit zu dem Mord? Kohlekrümel. Hier lang. Lauf! Ich sehe die auch so. Was? Oh, toll, hier lang. Ja, ist klar. Mehr Kohle! Ich und Wilkins haben hier draußen gearbeitet. Wir hörten Schreie. Wilkins ging nachsehen, was da los war, und dann kam er nie zurück. Dann bin ich selbst gegangen und da lag er, tot. Ich blieb nicht da, schließlich könnte mich ja jemand verdächtigen. Das Seltsame ist, Wilkins hatte kein Halstuch um, als ich mit ihm geredet habe. Nur die Arbeiter in der Brauerei tragen die. Reden Sie doch mal mit Morris. Verdächtige getroffen. Das ist schon ein bisschen komplexer als in Paris bei Unity. Wie kann der Mörder es getan haben? Oh, erstmal hier hin. Großer Abdruck. Vielleicht muss ich immer erst die Hinweise finden, um dann mit den Leuten darüber reden zu können. Hä, was? Ach, das leuchtet sogar. Was haben wir denn da? Wie kann der Mörder es getan haben? Zigarettenstummel. Wenn ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Okay, also die Kinder rauchen ja nicht, nehme ich an. Ich war den ganzen Tag in der Brauerei. Da drin trage ich mein Halstuch. Das muss man da einfach bei dem Gestank und den Dämpfen. Ich weiß nicht, wer hier raucht. Taylor vielleicht? Könnte seine Kippe sein. So, er hat ja sein Halstuch noch um. Und ich glaube ganz stark, dass das dann der Typ hier hinten ist, oder? Wenn das der Taylor ist. Taylor, ja. Ich habe vor Monaten aufgehört, aber wissen Sie, ich habe jemanden von der Brauerei rauchen sehen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Das Seltsame ist, Wilkins hatte kein Halstuch um, ach, als ich schon mit gefragt. Ihm geredet habe. Ja, da schiebt's auf Kohle, Kai, und der auf Brauerei-Bob oder was. Hin und her. Ah, ist ein paar Ratten gefangen. Wie gesagt, ich war drin. Hatte keine Gelegenheit, draußen eine zu rauchen. Colton ging aber. Reden Sie mit dem. Er arbeitet gerade in der Verladung. Wer ist das? Ah, noch einer. Vor allem, da ist hier eine... Da ist Kohlefabrik und hier eine Brauerei, ne? Boah, das ist das schon ein bisschen... Genau alles hier. Ich unterhielt mich mit einem der anderen, als ich einen Tumult hörte. Ich lief hinein und fand Wilkins tot. Armer Kerl, ermordet von diesem Bastard, den wir in Lohn und Brot halten. Ich rauche nicht. Habe ich noch nie. Oha. Was sind denn das für Kippenstummel hier? Nachdem ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Du arbeitest doch hier an der Verladestation, da sieht man doch. Ach, na und? Also rauche ich dann und wann? Spielt das eine Rolle? Allerdings. So, das ist jetzt bloß die Frage. Welche Richtung guckt denn hier eigentlich der Fußabdruck? Nein, nicht nochmal untersuchen.
suchen Sie nach Spuren. Mensch, hab alles gefunden. Das ist ein kleiner Schlaumeier. So, warte mal. Hier haben wir doch... Untersuchen Sie einige der Spuren gründlicher. Und dann ging es zu diesem Typen hier, zum Kohlekai. Und der hat auch kein Halstuch um, obwohl er hier bei den... Ich sag jetzt, er war's. Doch, hat er da ein Halstuch? Ich seh's gar nicht. So genau. Doch, der hat da ein Halstuch um, aber bei dem anderen sieht man das besser. Hat denn der an der Rampe hier ein Halstuch? Ja gut, der hat dasselbe. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Halstuch, sondern wenn wir uns ihn mal anschauen hier, der hat so ein richtig dickes. Und dann sage ich jetzt, dass es der Kohlekai ist. Du warst das? Er war mein Freund. Ich würde ihn nicht töten. Was willst du denn? Bah. Kann er nicht mal einfach irgendwo stehen bleiben? Suchen Sie nach Spuren. Dann war's da mit den Kippen, oder wie? Ich sollte der Vorarbeiter sein. Wilkins hat die Plagen bemuttert wie eine Glocke. Ja, da war's. Der Kamus hat mir verboten, den Bengel zu verprügeln. Das war weitaus schwieriger, als es ursprünglich erschien. Gut gemacht. Ab in den Kerker mit dir. Bam, 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 bam. Jawohl. Finde ich ziemlich cool. Aber an der Stelle mache ich mal einen Cut. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns. Was ist da? Ah ne, lasse ich jetzt. Oder? Das ist doch gleich da unten. Ne, das mache ich. Ich kam nicht mehr rechtzeitig, um einen Dude zu retten. Aber trotzdem. Ich musste sie ja nur töten. Ja, also wie gesagt, danke fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen. Und wenn ihr mehr von diesen Mordfällen sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil sonst würde ich jetzt, je nachdem gucken, wie schnell das Spiel zu Ende ist. Also, dass ich euch nicht alle zeige, aber wenn ihr alle sehen wollt, zeige ich euch auch alle. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ihr wollt. Haut da rein, bis dahin. Tschüss.